Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All the Mods 6 to the Sky. Ja, im Livestream haben wir uns ein bisschen hier um die Blood Magic Insel gekümmert, unter anderem. Und da würde ich ganz gerne weitermachen. Vorher zeige ich euch noch ganz schnell, was wir alternativ noch so gemacht haben. Also hier ist ein Lag, perfekt. Da hat mich Joe einmal gekillt. Da haben wir aber jetzt schon eine Möglichkeit gefunden, uns ganz bitterlich zu rächen. Das heißt, das passt. Hallo? Okay. Genau, die LPG-Anlage hier ist weg. Und zwar ist die jetzt hier. Und ja, die läuft ganz gut, läuft auf einem Kilo RF. Hier ist eine Trashcan, die den Diesel löscht. Und LPG geht hier rein. Hier ist Schwefelsäure drin. Soweit alles vollkommen automatisiert für Philosopher's Fuel. Warum ist das eigentlich aus? Das ist doch schlecht, wenn das aus ist. Oder nicht. Weil dann kann der Atommüll ja nicht mehr weg. Naja. Und wir haben hier hinten auf der Production-Insel ein bisschen weiter gemacht. Hier hinten baut Joe irgendwelche wilden Sachen. Und hier haben wir Folgendes automatisiert. Einmal Potassium. Potassium besteht einfach aus 192 Kartoffeln oder anderen Lebensmittelsachen. Also drei Stacks. Und drei Stacks werden zu einem einzigen Potassium verarbeitet. Dann haben wir hier die Potassium-Ingots. Da wird ein Potassium-Ingot und ein Nitrat-Ingot in diesem Combiner verarbeitet. Und dann haben wir einen Pyrolyzer. Hier wird Kohle reingepackt. Der Pyrolyzt die Kohle dann und macht dann Kohlekoks draus. Und ja, genau, so funktioniert der ganze Spaß. Und das ist ja alles alt, das kennen wir schon. So, jetzt aber zurück zu Blood Magic. Da sieht das Ganze nämlich aktuell so aus. Ich habe hier die ganze Insel mit Blackstone ausgetauscht. Ich habe hier so Wasserfälle aus Blut gemacht und auch hier überall sind so Blutkanäle. Und ich sehe gerade, dass da unten ein Bucket fehlt. Hier ist mal ein Tank, der sich aus dem Altar bedient. Hier sind die Blood Orbs. Joe hat jetzt auch so einen guten Blood Orb, der hier geladen wird. Ist auch schon voll, wie es aussieht. Wir gehen mal in den Bucket-Mode und hier muss wohl noch ein Bucket rein. Perfekt. So, hier, das ist auch ein Stück runter. Das heißt, hier fließt dann das Blut nochmal so runter. Und genau, was ich vorhabe, ist, dass wir das hier nach hinten erstmal erweitern mit dem Blackstone. Wir haben keinen Blackstone mehr. Perfekt. Aber ich habe hier doch irgendwo, oder ich hatte hier irgendwo, warum habe ich eigentlich so viele, oder Modium Apple, keine Ahnung. Ich hatte doch hier irgendwo ein ME-Terminal, meine ich. Da sind die Hydren, das läuft. Wand. Oder habe ich den irgendwie überbaut? Na, offenbar ist das Ding nicht mehr da. Hallo? Na gut, dann ist das so. Dann können wir das vielleicht hier so einbauen. Direkt hier drunter ist halt diese grüne Leitung, ne?
Vielleicht war auch das das Problem. Können wir es hier? Ah, hier ist der Hydrenkäfig. Das ist natürlich schlecht. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir das hinmachen. Vielleicht, warum nicht hier? Ja, warum eigentlich nicht hier? Komm, wir machen es hier rein. So, Smart Cable. So. Dann ein Crafting Terminal. Haben wir natürlich keins mehr. Crafting Terminal. Brauchen wir normales Terminal. Zack, zack. Crafting Terminal. Und dann brauchen wir vor allem eine ganze Menge Polished Blackstone. Aber erstmal noch eine Verkleidung. So. Und brauchen wir eigentlich nur einen. Und dann Blackstone. Okay, müssen wir gleich neun holen. Dann machen wir erstmal das Terminal dran. Plonk. Und Plonk. Perfekt. Dann haben wir hier vorne noch ein kleines Terminal drin. Ein Crafting Terminal. Von dem aus wir hier ab jetzt craften können. Perfekt. So, dann ist hier unser Pedestal mit 240 Millionen Blackstone. Der sollte vielleicht auch mal umziehen. Aber erstmal geht's schon so. So. Einmal Inventar voll machen. Zack, zack und nochmal. Na, da ist natürlich noch Optimierungsbedarf, aber erstmal ist das so schon okay. Denke ich mal. So, dieses ja, Podest hier sozusagen. Ah, okay, das ist hier gar nicht. Es geht hier noch gar nicht bis da. So. Ich hole mal so einen Schlafsack hier, dann müssen wir nicht ständig zum Schlafen rumlaufen. So, dann ist das hier ein bisschen abgeschrägt und das gleiche würde ich dann hier auch mal vorschlagen. So, das erste. Hat jetzt sogar 4, das ist dann auf der Höhe. 1, 2, 3, 4. Okay, dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, perfekt. Sirenentest. Ich weiß nicht, ob man den hört. Wahrscheinlich nur, während ich rede. Das ist ja nicht in jedem Ort so. Aber hier wird einmal im Monat, jeden ersten Samstag im Monat, die Sirene getestet. Vielleicht die Ecke hier noch. Nee, irgendwo ist hier noch ein Wurm drin. Hier irgendwie.
So müsste es richtig sein, ne? So, dann ist das nämlich die Fläche. Jetzt machen wir die hier weg. So. Dann füllen wir das mal mit Blut. Und bevor jemand fragt, nein, man kann keine unendliche Quelle mit Blut machen. Das wäre auch ein bisschen overpowered. Das eigentlich auch mit Blut füllen, ne? Wobei ich... Warte mal. Das sah eigentlich ganz nice aus, wenn das so aus der Mitte rausfließt, ne? So, das ist das Blutportal. Man könnte natürlich auch noch hier oben Blut drauf machen, aber ich weiß nicht, ob das dann nicht ein bisschen too much ist. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist ein bisschen too much. Ich glaube auch nicht, dass ich diese Smooth Stones hier austauschen darf. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich lasse die erstmal. So. Okay, das sieht noch nicht so eindrucksvoll aus. Das sollten wir noch. Hier ein bisschen nachbessern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. So, das sind innen drei. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Das sind auf der Kante 3. Okay. Das heißt, das machen wir hier so rein und dann wieder Blut. Ups. Ja, schon besser, schon besser. Schon besser. Aber so wirklich ist es das noch nicht, ne? Aber ich glaube, ich möchte die Seiten hier nochmal erweitern. Und dann das so abschneiden.
Also wir müssen mit diesen Wasserfällen noch irgendwie was machen. Das ist momentan, sieht das noch ein bisschen wack aus. Ich meine, ein bisschen dicker ist schon mal gut. Aber so wirklich ist es das auch noch nicht. Und da muss noch irgendwas hin und da müssen dann nochmal so Blutströme hier runter, finde ich. Was ist denn hier mit dem Netherzeugs? Da könnte man doch vielleicht so Netherbäume anbauen. Und dann sieht das so aus, als würden die Blut zum Wachsen brauchen. Das, glaube ich, ist eine Sache, die ich ganz gut finden würde. So. Und dann würde man 1, 2, 3. Das ist der vierte. So, dann ist Crimson Nylium hier rein. So, wie bekommt man denn das Nylium? Crimson Nylium bekommt man zum Beispiel durch Nether Essence und Nature Essence. Haben wir eigentlich Nether Essence? Wieso haben wir eigentlich keine Nether Essence? Weiß man nicht. Könnte man vielleicht machen. Nylium. Ja, okay, aber das ist ja eine Sache, die kann man dann immer noch mal machen. Machen wir erstmal einfach nur Netherrack rein. So. Und die... werden dann hier so umgeben. Ja, könnte ja direkt hier oder vielleicht eher da runterfließen. So, dann füllen wir hier mal auf. Geht das so? Kann man das so machen? Ich denke, oder? Schauen wir mal, wie das... 1, 2, 3, 4. Okay, das würde ich hier auf den Stoß laufen. Eigentlich ist es ja nicht so nice, auf irgendwelche Stöße drauf zu laufen. Aber vielleicht geht das schon klar. So, wie viel haben wir noch? 119 Buckets, ja. Es sieht schon so aus, als würde das Blut aufsaugen.
Ja, irgendwie gefällt mir das hier vorne aber nicht so. Das hier aus diesen bestehenden Dingern rauszuziehen, ist. Na, da würde ich ja lieber sowas machen. Na komm. Da. Sag mal. Ja, das ist irgendwie besser. Und dann würde ich es hier auch nochmal einen Ticken anders machen. Dann würde ich hier auch... Bam. So lang gehen. Ja, das ist besser. Das ist besser. So ein bisschen verschnörkelter ist er in jedem Fall besser. So, und da können dann unsere Bäume hin, die dann später hier irgendwie stehen. Sieht dann auch aus, als hätten die hier das Blut aufgesaugt. Boah, das passt eigentlich echt gut, ne? So, müssen wir uns noch Saplings holen, beziehungsweise Mushrooms. Shrooms. Hier die Ader, Crimson Fungus. Aber wir haben jetzt eh erstmal nur einen davon. Weil mit den Crimson Fungus können wir dann, das sind ja quasi die Saplings. So, jetzt ist nur die Frage, was machen wir hiermit? Das sieht noch nicht so aus. Ich könnte man theoretisch sogar irgendwie so eine Art Tür reinbauen. Bisschen mehr verschiedener Polished Blackstone wäre hier, glaube ich, ganz gut. Beziehungsweise Shroom Lights behalte ich mal. Was haben wir denn hier noch zur Auswahl? Also in jedem Fall ein paar solche. Aber auch aus denen kann man ja das hier machen, aber man kann ja auch Stonecutter hier chiseled machen. Kann man das einfach mal ein Stack machen. Blackstone. Pillars. Sieht eigentlich gut aus. Okay, das ist dann schon alles. Okay, nehmen wir mal ein paar Stairs noch. Okay. Mm-hmm.
dann könnten wir... hier noch sowas machen. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich hier mit den Pillars machen will. Nein, das hier auf jeden Fall nicht. Aber ob man nicht hier nochmal irgendwie, ne? Boah, das ist ein Spaß, das auf die andere Seite rüber zu bauen, aber... Blatt. Wie teuer ist der Bloodstone? Nochmal, Bloodstone. Ach. Okay. Der braucht diese Shard und die haben wir gerade nicht da. Aber wir haben hier noch Bloodstone. Theoretisch könnten wir... da auch Bloodstone drauf machen. Brauchen wir eh sonst für nichts. Und dann könnten wir hier hinten... nochmal ein Löchlein reinmachen. Wo dann auch Blut runterfließt. Und hier könnte man dann irgendwie so einen geheimen Eingang vielleicht machen, dass man dann einen Teleporter drunter macht. Dann geht man hier in den Blutstrom und dann kann man sich hier runterporten. Wäre jetzt so eine Idee von mir. So, hier die Ecken. Sind in der Form auch nix. Was ist, wenn man hier mittendrin einfach so einen Batzen rausnimmt? Und dann hier durch so Pillar ersetzt? Das macht zu wenig Unterschied, ne? Aber vielleicht so. Oder? Das geht eigentlich auch ganz gut. Weil das muss ja hier nicht der große Unterschied sein, wenn da die Teile sind. Ich bin mit dem Wasserfall noch nicht komplett zufrieden, aber es wird langsam. Ich würde sagen, es wird langsam. Und wir machen da demnächst mal weiter. Vielleicht auch dann im nächsten Stream. Mal gucken, wie wir was machen. Ihr könnt gerne mal eure Ideen in die Kommentare schreiben, was ihr meint, was man hier noch verbessern kann. Aber ich denke, wir sind soweit auf einem relativ guten Weg, was die Optik dieser Insel angeht. Ich meine, das hier ist halt nur ein kleiner Teil. Letzten Endes möchte ich eigentlich die ganze Insel einigermaßen schön bauen. Das wird noch lustig. Und damit vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!